Herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Wie fällt Ihre Analyse aus? Das Spiel? Sehr, sehr gutes Spiel gemacht heute. Erneut ein Auswärtsspiel gewonnen in der Champions League. Nach einer sehr, sehr reifen Leistung dieser Mannschaft heute. Klar, Gregor hält den Elfmeter. Ein ganz, ganz wichtiges Zeichen an die Mannschaft, uns im Spiel zu behalten. Dann war der Spielverlauf natürlich sehr, sehr gut, weil Marco eiskalt auf der anderen Seite dann verwandelt. Und so waren wir doch sehr gefestigt im Spiel. Wir standen sehr, sehr gut heute. Ich glaube, wir waren taktisch richtig gut eingestellt und haben dann auch immer wieder die Nadelstiche auch genutzt, die der Gegner uns heute ermöglicht hat. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft heute. Ich finde, es war ein richtiges Statement heute, auch in dieser Gruppe bereits am 5. Spieltag das Weiterkommen zu sichern. Und das hätten uns viele nicht möglich, das hätten uns viele nicht geklappt. Ja. Ganz kurz nachhaken bei Gregor Kobel, wie ist er? Er ist irgendwie ein bisschen vom Platz gehumpelt oder ist zu spitz mehr? Er hatte ein bisschen was am Ellenbogen bei der Aktion, wo er behandelt werden musste, aber vielleicht war es auch einfach ein bisschen die Müdigkeit, die Erleichterung, all die Energie, die natürlich nach so einem Spiel dann auch ein Stück weit raus ist. Jetzt machen die Jungs ihr Späßchen. Ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und wir sind froh, dass er auf dem Platz bleiben durfte. Was war in der Kabine los? Also positiv? Ja, natürlich haben uns alle gefreut, weil nochmal am 5. Spieltag in dieser Gruppe eine Runde weiterzukommen. Das haben die Jungs sich verdient und deswegen darf man in dem Moment auch einfach mal glücklich sein, sich freuen, auch die positive Energie jetzt einfach mal fließen lassen. Und da gehört auch mal ein Lächeln dazu und da gehört auch mal ein Spruch dazu. Wir haben in den letzten Tagen auch an der einen oder anderen Stelle was einstecken müssen. Aber ich finde, die Mannschaft, wie sie am Samstag gegen Gladbach gespielt hat und auch heute, ist auf dem richtigen Weg und wir lassen uns das auch nicht kaputt machen. War das 1-1 von Paris ein bisschen ein Stimmungskiller? Ja, als die Jungs auf dem Platz noch standen, ich habe das Telefon dabei gehabt, da war das noch nach der 96. Minute noch 1-0. Das wäre in der Konstellation natürlich für uns dann der Gruppensieg gewesen. Nun ist es jetzt so, dass wir trotzdem mit dem Heimspiel und mit einem Punkt diese Gruppe auch als Sieger überstehen können und das wird das Ziel sein. Also wir werden dieses letzte Spiel genauso fokussiert angehen und genauso zielgerichtet, weil es kann schon einen Unterschied machen, ob man Erster oder Zweiter in dieser Gruppe wird. Aber zunächst einmal sind wir super, super happy, dass wir in dieser Gruppe das Weiterkommen heute gesichert haben. Weltklasse, mehr sage ich nicht. Zitat Matthias Sammer über Mats Hummels in diesem Spiel. Ja, viel mehr gibt es ja nicht zu ergänzen. Ich hätte eine ähnliche Formulierung gewählt. Überragend habe ich an anderer Stelle gerade gesagt, habe ihm das auch persönlich gerade noch mitgegeben. Ich glaube, Mats hat, ich kann mich an gar keinen Zweikampf irgendwie erinnern, den er verloren hat heute und gefühlt im richtigen Moment überall Leute da gewesen, sehr, sehr präsent, diese Mannschaft am Ende auch geführt. Großes Kompliment an ihn. Aber nochmal, ich würde das gerne auch am Ende auf die Mannschaft übertragen, denn wir haben es heute in sehr, sehr vielen Bereichen super, super gut. Warum schafft die Mannschaft das in der Champions League besser als in der Bundesliga, Konstanz? Jetzt fangen wir an und suchen wieder das Haar in der Suppe. Können wir gerne tun, aber ich würde jetzt einfach gerne mal zurückblicken. Wir hatten das Bayern-München-Spiel und danach war ein kleiner Bruch drin in der Liga. Bis dahin haben wir es, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, deutlich stabiler. Wir sind widerstandsfähiger geworden bis dorthin und haben uns jetzt auch in Gladbach wieder zurückgekämpft. Und natürlich wissen wir, dass wir in der Liga, um unsere Ziele dort zu erreichen, auch stabiler werden müssen, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen gefordert sein werden, gerade gegen Mannschaften, die auch im vorderen Drittel dabei sind mit Leverkusen und Leipzig. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ähnlich agieren, wie wir das schon sehr, sehr häufig in dieser Saison gezeigt haben, dass wir da auch bestehen werden. Weltklasse, das Wort bei Mats Hummels. Läuft alle? Ja. Herr Füllkrug, herzlichen Glückwunsch. Fazit heute zum Spiel? Ich glaube, ein verdienter Sieg. Greg natürlich wieder überragend, dass er uns erstmal gut ins Spiel kommen lässt. Wir bekommen einen Elfmeter gegen uns, der meiner Meinung nach echt schwierig zu bewerten ist. Ich hätte ihn nicht gegeben. Aber wir bleiben im Spiel durch Greg und machen dann, glaube ich, auch recht verdient das 1-0, weil wir schon uns gut durchkombiniert haben zu den bis zum 16er, auch immer wieder Abschlüsse hatten, oft dann aber auch die falsche Entscheidung getroffen haben, nicht mehr den freien Mann gefunden haben, trotzdem guten Fußball gespielt haben, bekommen dann das 1-1, was wir, glaube ich, hätten verhindern können, aber trotzdem eine sehr gute zweite Halbzeit meiner Meinung nach, recht tief gestanden, aber wenig zugelassen, dass dann ab und zu mal eine Flanke reinfliegt und die auch mal gefährlich wird bei den Spielern, die sie da im Strafraum haben. Das kann, glaube ich, passieren. Aber wenn du vorher mit zwei Toren führst, dann ist das Spiel relativ schnell eigentlich
für dich entschieden und du fühlst dich gut auf dem Platz dabei. Von wegen Todesgruppe, ne? Ja, war es ja trotzdem eine sehr schwierige Gruppe. Ist es auch immer noch. Es ist immer noch nicht vorbei. Wir haben noch ein Spiel, was wir bestmöglich bestreiten wollen. Und ja, gucken wir mal, wie der letzte Spieltag wird. Aber ich glaube trotzdem eine tolle Leistung, dass wir es jetzt schon ins Achtelfinale geschafft haben. Wie habt ihr vom 1:1 von Paris erfahren? Oh, ich habe mir, also ich glaube, ich bin da der schlechteste Ansprechpartner, weil mich das recht wenig interessiert. Ich schaue auf sowas gar nicht, habe auch vor dem Spiel nicht gerechnet oder geguckt, was da passieren muss. Ich habe das wirklich dann erst nach dem Spiel erfahren, was das jetzt bedeutet und ist wie es ist, kannst du eh nicht ändern. Wie tut dir das als Stürmer so ein Wirbelwind?